Ich mache gerade eine interessante Beobachtung in San Juan. Das da ist eine Schlange, die zum Telefonladen geht. Das ist der Netzbetreiber Claro. Da kann man eine SIM-Karte kaufen. Da würde ich auch gerne reingehen und mir eine lokale SIM-Karte kaufen. Und hier vorne, das ist eine Bank, da stehen sie für den Bankomaten an. Krass, wirklich krass. Was ist denn hier los? Auch da müsste ich hin und mir ein bisschen Bargeld ziehen, weil mein Hotel tatsächlich keine Kreditkarte annimmt, sondern eben nur Bargeld. Tag auch Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich befinde mich hier in San José in Argentinien. Ja, der Plan für heute ist noch nicht wirklich gefasst. Grundsätzlich möchte ich ja über einen anderen Andenpass wieder zurück nach Chile fahren. Das werde ich heute wahrscheinlich nicht schaffen, sondern ich werde mich etwas nordwärts begeben, hier vielleicht ein paar Attraktionen in der Nähe ansehen, nochmal kurz vor dem Pass übernachten und dann mal sehen, was der Tag heute bringt. Ich würde mal sagen, viel Spaß bei dem Video. Ja, das erste Stück, was ich heute fahren will, ist tatsächlich ein wenig ausgebaut Landstraße. Ich würde natürlich gerne auf Fuß fahren, aber ich muss auch ein Stück vorankommen. Von daher ist es jetzt ein notwendiges Übel, hier mal 240 Kilometer zu abzureißen. Aber man sieht hier im Hintergrund das Felsmassiv der Anden. Ich finde es einfach faszinierend an. Vor allem freue ich mich schon darauf, da morgen wieder durchfahren zu können. Oh, da sieht man zwei Wirbelstürme, das ist interessant. Mami. Ein schattiges Plätzchen gefunden, um eine kleine Pause einzulegen. Ist doch hier wirklich sehr warm, ist ungefähr 39 Grad. Solange der Wind auf dem Motorrad weht, ist das ganz okay. Auch in der ziemlich warmen Jacke. Ja, aber jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. Ne? Ein kleines Problem. Ich habe einen Platten, kein Bargeld. Ich kriege mit meiner Visa-Karte hier kein Geld aus dem Automat. Und ich muss jetzt den Reifen reparieren lassen und nachher noch ein bisschen Benzin kaufen. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Mal sehen, ob er den gleich flickt oder was er macht. Heute wollte ich eigentlich einen Pass nach Chile nehmen, habe aber heute Morgen beim Frühstück erfahren, dass der Pass womöglich geschlossen ist. Das heißt, ich muss einen riesen Umweg fahren. Ich werde erstmal noch bei einer zweiten Quelle versuchen rauszukriegen, ob der Pass offen ist oder nicht. Im Internet habe ich nichts gefunden, also Google zeigt das zum Beispiel als ganz normal offen an. Ja, mal sehen, vielleicht kann ich ja irgendeine Carabinieri-Station oder so hier finden und nachfragen. Ah, hier gibt es offensichtlich eine Demonstration.
Adios. Mit dem Passwort leider heute nichts, aber man kann bis zu einer Lagune fahren. Das ist ja schon mal was. Ich werde also ungefähr 120 Kilometer bis zur Lagune fahren und dann wieder den gleichen Weg zurück. Das ist nicht unbedingt mein Ding, aber das ist auch nicht mehr. Schöne Scheiße. Tja, das war wohl nix. Ja, da darf man alleine nicht reinfahren. Das ist ein Shit. Für mich heißt das jetzt also gleich zum nächsten Pass weiter. Wieder ein paar hundert Kilometer, wieder ein kleiner zusätzlicher Umweg, etwas ins Landesinnere, Richtung Süden, dann wieder Richtung Norden. Ah, prima.
dem Regen bin ich knapp entkommen. Mein Gut, dass ich hier dieses Hotel gefunden habe. Die Stadt ist ein einziger Autokorso. Ich habe das Gefühl, Argentinien ist Weltmeister geworden. Kann das aber nicht mit Bestimmtheit sagen. Fantastisch, ein riesen Autokorso. Es sieht so aus, als wäre die ganze Kleinstadt hier in Aufruhr. Mit diesen Bildern der Freude beende ich das heutige Video. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt, nur ein Umweg entfernt. Tschüss, bis dann.